Hey Leute, willkommen im neuen Video. Und zwar seid ihr hier jetzt bei dem zweiten Teil vom Schulter- und Armtraining mit ihm zusammen, mit Ben zusammen. Wir sind gerade durch mit dem Schultertraining und jetzt gehen wir direkt rüber zu Arme. Wir fangen gleich mit Bizeps an, machen danach noch Trizeps. Machen wir erst Trizeps. Vorhin in der Wohnung hast du mir erzählt, wir machen erst... Aber da habe ich gesagt, nee, falsch rum. Ah, okay. Ich habe mich nämlich schon gefragt, warum macht er denn Bizeps nach Schultertraining? Aber egal. Auf jeden Fall jetzt das Armtraining. Den ersten Teil von unserem Workout, den findet ihr hier oben. Bei ihm hier auf dem Channel. Dort findet ihr das komplette Schultertraining. 4 Übungen haben wir für euch abgefilmt. Schaut auf jeden Fall rein. Aber jetzt geht's erstmal ins Armtraining. Also viel Spaß, Leute. So, Leute. Heute mal wieder ein Voice-Over für euch am Start. Im Training mit Ben. Wir haben Bens Schulter-, Bizeps- und Trizeps-Training quasi für euch abgefilmt. Normalerweise trainiert Ben ja, glaube ich, auch im Push-Pull-System. Aber heute war für ihn auch ein Tag, da musste er ein bisschen umschwenken, ein bisschen Freestyle machen. Ich habe für euch einfach jeweils die ersten beiden Aufwärmsätze pro Übung abgefilmt und dann die Arbeitssätze. Hier seht ihr dann auch schon den ersten Arbeitssatz in der ersten Übung, und zwar für den Trizeps hier mit der Stange. Ich muss schon sagen, also das Gewicht hat dort bei Ben im Gym nicht ausgereicht, um die Arbeitssätze auszuführen. Aber wir haben quasi das Beste daraus gemacht. Ich war auch nicht ganz so fit. Ich war ziemlich flach, weil ich Low Carb unterwegs gewesen bin, beziehungsweise immer noch bin aktuell. Und ich hatte dann erst an dem Abend quasi einen kleinen Load. Und dementsprechend hatte ich auch recht wenig Power, kaum Pumpgefühl, jedoch habe ich das Beste daraus gemacht. Von dem Gewicht her ging es dann doch noch einigermaßen, aber ihr seht schon, ich bin relativ flach unterwegs. Auf jeden Fall war das mehr so für mich ein chilligeres Workout, aber wir haben, wie gesagt, das Beste daraus gemacht. Wir haben von jeder Übung jeweils 3 Arbeitssätze gemacht. Und zwar hatten wir vorweg unser Schultertraining, das findet ihr bei Ben auf dem Channel, checkt es ab. So Leute, was ich euch erzählt hatte, Ben nimmt es immer ganz genau. Nach 1,5 Minuten geht sein nächster Satz los. So, und die nächste Trizepsübung sind dann auch hier die Skull Crusher, und zwar mit den Kurzhanteln. Hier wieder einen Aufwärmsatz. Ben hat es gerne, dass er vor jeder Übung einen kleinen Aufwärmsatz macht, um quasi Gefühl für den Bewegungsablauf zu bekommen. Bei mir ist es so, ich mache meistens meine Übungen, die ich drin habe im Split. Und wenn ich schon warm bin, dann gehe ich auch direkt ans Arbeitsgewicht, wenn, sage ich mal, ja, der Muskel schon eine Vorbelastung hat. Wie hier in diesem Fall beim Trizeps wäre ich normalerweise direkt ins Arbeitsgewicht gegangen. Aber ich habe es mal einfach auf Bens Methode gemacht. Aber hier ist auch schon Bens erster Arbeitssatz. Ich glaube, das sind 17 Kilo. Ne, das sind 12,5 Kilo. Ich bin da noch höher gegangen. Ich glaube aber den Satz, den haben wir dann nicht abgefilmt. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Jedoch seht ihr auch hier bei der Bewegungsausführung, dass er halt darauf achtet, dass seine Oberarme quasi senkrecht zur Ebene sind und dementsprechend dann quasi dort über die Schulterköpfe die Hanteln ablässt nach unten. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten als erstes mit der Bewegungsausführung in den ersten Sätzen, weil es für mich eine ungewohnte Übung ist. Wenn ich Skull Crusher mache, dann mache ich sie normalerweise mit der SZ-Stange. Die solltet ihr wahrscheinlich auch schon mal bei mir in einem Video gesehen haben. Jedoch gehören Skull Crusher nicht zu meiner Trainingsroutine aktuell, sondern ich befinde mich lieber am Seil bzw. am Tower oder halt an der Stange. Jedoch ist es eine super Übung für den Trizeps. Die solltet ihr mal ausprobieren und solltet aber auch vorsichtig mit dem Gewicht sein. Kommen wir zur ersten Bizepsübung. Wir haben jeweils pro Muskelgruppe 2 Übungen gemacht. Hier, wie gesagt, die erste Bizepsübung, und zwar am Seil. Wie soll ich es beschreiben? Am Seil, Hammercurl-mäßig quasi. Das Gute daran ist, wenn ihr Arme am Seil trainiert, dass ihr auch wirklich die Kontraktion halten könnt, dass ihr den Kopf nicht wirklich belastet und ihr könnt die komplette Range of Motion gehen.
ohne dass sich der Arm quasi auslockt. Und dementsprechend finde ich, kann man die Seile durchaus den Kurzhanteln bevorzugen. Auf alle Fälle, vor allem kann man sie so mit dem Körper stabilisieren, dass man nicht mit Schwung arbeitet, wie anders bei Kurzhanteln. Dementsprechend trainiere ich auch hier sehr gerne mit dem Seil. Vom Gewicht her war das auf alle Fälle okay. Wir haben auch hier 3 Arbeitssätze gemacht und sind dann weiter zur nächsten Übung gegangen. Und zwar war das dann die Bizepsmaschine. Die haben wir dann einarmig ausgeführt. Hier wieder der erste Satz, um Gefühl für den Bewegungsablauf zu bekommen. Arnold ist mit am Curlen, der ist immer dabei. Und da seht ihr dann auch schon meinen ersten, ja, Aufwärmsatz quasi. Ich musste erstmal schauen, wie ich dort auf dieser Bank liege. Also die Einstellung, der Winkel von der Ablage des Arms ist etwas anders als bei mir, bei unserer Bizepsmaschine. Aber alles eine Sache der Gewöhnung. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, diese Übung einarmig zu machen. Vor allem, dass ihr auch hier die Möglichkeit habt, da es Drehgelenke sind, dass ihr euer Handgelenk noch etwas eindrehen könnt. Das habe ich mir auch zu Nutzen gemacht, um quasi nochmal einen etwas anderen Reiz auf den Bizeps zu bekommen. Weil meistens ist es ja so, dass wenn man mit Langhanteln oder mit SZ-Stangen oder ähnliches trainiert, dass man quasi statisch im Handgelenk ist. Und hier ist es auf keinen Fall der Fall, sondern hier habt ihr wirklich, ja, einen vollen Bewegungsradius auch im Handgelenk. Und das solltet ihr auch euch auch zu eigen machen, zu Nutzen machen. Hier ist nochmal mein Arbeitssatz. Wir haben euch hier auch nochmal den kompletten Arbeitssatz abgefilmt. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich die komplette Range of Motion mitnehme. So hat es mir Eder auch geraten, und zwar, dass ich den Bizepskopf wieder am Ende voll komplett entlaste, um einfach einen, ja, tieferen Reiz zu setzen. Ich habe es vorweg oder zuvor meistens so gehandhabt, dass ich kürzere Wege gegangen bin. Ich habe damit auch Gains gemacht, so ist es nicht. Jedoch ist es immer gut, wenn man sich neue Reize setzen kann, und dementsprechend habe ich jetzt dann auch so trainiert. Meistens ist es ja auch so, dass man immer mal einen Anschub von jemand anderem braucht, um auch wieder an Dinge erinnert zu werden. Es ist ja nicht so, dass man es nicht weiß, aber es gerät einfach vieles in Vergessenheit, wenn man in seinem eigenen Trainingssystem ist. Und ja, ich sag mal so, Leute, man sollte immer aufschlussreich für neue Sachen sein und nimmt einfach immer das mit, was man mitnehmen kann. Nur so könnt ihr profitieren, und ja, prägt euch das ein, Leute. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unser Schulter- und Arme-Workout, beziehungsweise Bens Schulter-Arme-Workout. Ben ist jetzt noch auf dem Fahrrad, macht ein bisschen Cardio. Ich bin jetzt auf dem Weg wieder nach zu Ben, in Bens Wohnung. Ich brauche nämlich was zu essen. Cardio kann ich mir schenken bei meinen Low Calories, aber Ben muss es noch eben hinterher wegziehen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst der ganzen Geschichte einen Daumen nach oben da. Bens Channel findet ihr hier oben. Da könnt ihr euch dann den ersten Teil nochmal reinziehen und auch mal sein Sixpack-Tagebuch, was er jetzt aktuell abfilmt. Der Mack hat schon ordentlich abgenommen, ist dabei, sich runterzurippen. Und ja, das könnt ihr alles verfolgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ne, Daumen nach oben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.